Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 93. Ja, ihr seht's, ich konnte nicht widerstehen, schon in der Nacht mal zu versuchen, es neu zu platzieren, das Lagerhaus. Und da ich relativ zufrieden war, habe ich es jetzt gleich mal gelassen. Jetzt werde ich es mir erstmal angucken, ob ich tagsüber immer noch zufrieden bin. Also den Eingangsbereich finde ich schon mal deutlich besser. Zumal ich überlege, ob ich dieses kleine Haus dann ein Stück nach vorne versetze. Also abreiße und dann versetze. Und hier gucken wir mal. Ja, hier kann man ganz gut durchgehen. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als müsste man da durchschlüpfen. Das reicht eigentlich. Es ist natürlich jetzt nicht mehr ein langer Platz, aber das hat es ja irgendwie auch eh nie so richtig gebracht, dies mit dem langen Platz. Da hat man dann eher hier noch neue Möglichkeiten. Und diese Sitzgruppe fühlt sich dann wahrscheinlich irgendwie geborgener an, wenn da das Gebäude steht. Und wie sieht es da vorne aus? Bevor ich da die ganzen Steine reinverarbeite mit der Straße, das ging. Das konnte ich so lassen. So. Und was ich mir überlege, ist, ob ich vielleicht hier dann ein einfaches Haus hinsetze. Also so dieses mittelgroße. Weil es müsste eigentlich passen, wenn diese Abschnitte immer gleich groß sind. Das ist ja ein Drei-Abschnittshaus. Das müsste vielleicht funktionieren. Und dann kann ich dieses hier abreißen und ein Stück nach vorne setzen. Ja, dann wäre auch da die Frage geklärt, was mache ich hier mit diesem Platz? Okay, aber jetzt wird erstmal das Lagerhaus gebaut. Ich habe übrigens auch ziemlich viele Eisenpfeile gemacht noch in der Nacht und Suppe gekocht. So, ach so, so viel. Ah, da brauche ich vor allem Steine, gut. So. So. So, und hier gehen dann einige Rundhölzer bei drauf. Hm, ja, reicht tatsächlich. So. Ja, ich hatte recht viel bald verdorbene Kohl und Fleisch. Da habe ich mal ordentlich gekocht. Und es ist auch noch was übrig, was gut ist. Denn das brauchen wir jetzt ja immer zur Düngerverarbeitung. Unser verdorbenes Essen. Und ich habe auch schon geguckt, was der... Aber hier brauche ich jetzt tatsächlich noch mehr Rundholz. Ist in Ordnung. Was aus den verdorbenen Kohls geworden ist. Ich hatte ja zwei vergammelte Kohl. Nur zwei Stück. Und daraus ist 8 verdorben geworden. Das heißt, eins ist jetzt schon mal völlig klar. Es wird nicht 1:1 umgerechnet. Und auch nicht 1 zu einer festen Zahl, die bei allen Sachen gleich ist. Sondern unterschiedlich und ich nehme an, dass es vom Gewicht abhängt. Ja, also aus 2 vergammelten Kohl werden 8 verdorben. Und jetzt haben wir im Lebensmittellager 68 verdorbenes Fleisch. Und in die Scheune habe ich 167 vergammelte Karotten gelegt. Absichtlich unterschiedlich viel, also nee, in unterschiedliche Plätze, damit ich das dann auch unterscheiden kann. Und dann weiß ich genau, im Lebensmittellager steht nur das Fleisch an. Und dann sehe ich, wie viel verdorben in der nächsten Jahreszeit da ist und weiß, okay, das kommt von dem Fleisch. Und mit der Scheune habe ich es auch gemacht. Da habe ich alle verdorben rausgeräumt und in Dünger verwandelt, damit ich dann weiß, die Karotten sind das neue verdorben geworden. So. Ah, so.
Gut, jetzt fangen wir mal mit den Steinen an. Habe ich alles schön hier bereitgelegt, damit es auch zackig geht. Aber wahrscheinlich werde ich wieder nur einen Hammer brauchen. Der ist ja schnell geholt. So, ich bin ganz froh, dass ich es nochmal abgerissen habe. Denn das war einfach nicht zufriedenstellend. So. Da hätte ich mich dann wahrscheinlich die ganze Zeit immer geärgert. Und jetzt, wo das so weit hier in diese Richtung gerückt ist, passt hier wahrscheinlich auch noch ein Haus hin. Höchstens mit dem Weg könnte es vielleicht Probleme geben. Da mache ich den Weg erstmal wieder weg und schaue, was ich da für Möglichkeiten habe. Ja, jetzt ist der Hammer kaputt. Na gut. So, ah, dann können wir auch mal sehen, wie viel Dünger wir inzwischen haben. Also wie viel Dung? 26. Viel Dung machen die nicht. Wir werden noch mehr Schweine brauchen. Ganz klar. Hammer. Aber da wir jetzt erstmal einen ordentlichen Schwung verdorben kriegen werden, müsste das einigermaßen hinkommen, denke ich. So, Hammer. Und ich denke, selbst wenn wir mal einen Anbauausfall haben, vorübergehend, werden wir das auch verkraften. Weil wir haben so viel Essen und es wird ja keinen Totalausfall geben. Ach, was will ich mit dem Rundholz? So, Steine brauche ich. So. Gut. Und ich denke mal, ich werde trotzdem das Zweierlager erstmal abreißen und umbauen. Und dann werde ich erst das Einzellager abreißen. Aber vorher werde ich wahrscheinlich hier davor das neue Wohnhaus bauen, wenn es hinpasst. Und dann können wir hier auch schon mal so ein bisschen umschichten, dies da umbauen. Und dann kann auch jemand Neues einziehen. Irgendwie habe ich jetzt genug Steine verarbeitet. Ja, habe ich. Jetzt brauchen wir nur noch Bretter. Das ist, wenn man von 1000 Dingen träumt und sich nicht auf die Arbeit konzentriert. Aber wir werden das schnell gebaut haben. So. Gut, jetzt nehmen wir uns gleich noch die Bretter nach. Gut. Na, da hat man auch schönen Zusatzlagerraum. Und wenn ich jetzt mit dem zufrieden bin, dann soll das ja auch bleiben. Dieses Lager. Ja, das finde ich deutlich besser. Es ist immer noch nicht optimal. Ich hätte es ja gern gehabt, wenn es irgendwie in der Mitte gewesen wäre von diesem Platz. Aber ich will natürlich, dass man rechts noch sehr gut vorbeigehen kann. Und ich denke mal, es wird besser, wenn ich dieses Haus dann ein bisschen weiter nach vorne baue.
Aber ich finde es deutlich besser als vorher. Gut. Dann fange ich gleich mal mit dem anderen Haus an. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch Schweine kaufen gehen, aber ich bin jetzt irgendwie gerade bautechnisch so drin. Und jetzt gucken wir mal, ob da so ein Haus hinpasst. Ob ich das richtig einstufe. So. Okay, da, so passt es nicht. Ja, der Weg könnte stören. Ja, es ist breiter, als ich dachte. Es ist, scheint mir irgendwie... Nee, es ist nicht breiter als das Lagerhaus. Es ist dann wohl der Weg, der stört. Also, kommt der Weg weg. Da machen wir dann später irgendwie was hin. So. Wenn was geht. Ich guck mal, ob das bleiben kann. So. Gucken wir mal. So. Ja, wahrscheinlich stört der Weg da immer noch. Tja. Machen wir den auch weg. Hier auch. Oh, man kann das abschnittsweise wegmachen. Das ist ja cool. Also hat auch einen Nachteil, dass man die Abschnitte alle einzeln wegmachen muss, aber... So, jetzt sollte es aber gehen. Weil ich möchte lieber ein größeres Haus hier hinbauen. Zur Not baue ich ein kleines Haus hin, aber ich fände ein größeres Haus eigentlich besser, wenn ich schon ein Haus neu baue. So. Es sollte auf jeden Fall bündig mit dem Lagerschuppen. Jetzt müsste es doch mal passen. Ah, hier sind jetzt die Steine im Weg. Seht ihr die Steine da? Die da. Na toll. Die kriege ich nicht weg. Ernsthaft, es geht nicht. Schluchz. Da sind doch noch keine Steine. Na doch, da sind schon Steine. So geht's. Gut, dann würde ich halt nicht mehr da rechts durchkommen, aber es wäre okay. Damit kann man leben. Jetzt schauen wir mal so weit nach hinten wie möglich. Jawohl. Ja, hier kommt man dafür ganz gut durch. Und teilweise kann ich hier bestimmt auch wieder einen Weg machen. Ich finde, das ist okay so. Gut, dann machen wir das natürlich zum Steinhaus. Steinwand mit Fenster, genau. Tür. Stein. Dach wird auch gleich. Dann machen wir ein Luxusbretterdach. Das sind... Strohdach? Nein. Dach mit hölzernen Ziegeln. Jawohl, das ist das, was ich haben will. So. Fenster. Ja, hier wird es zu eng, dann machen wir das von innen. Das dürfte ja kein Problem sein. Ich meine eigentlich, hier wäre ein Fenster schön, aber da hier jemand schläft, sollte das nicht von beiden Seiten Fenster haben, sonst ist das irgendwie too much. So. Aber hier brauchen wir kein Fenster. Und da auch nicht. Das macht gar keinen Sinn. Und hier auch nicht.
hier. Da wird das andere Haus wahrscheinlich hinkommen. Dann macht hier ein Fenster auch keinen Sinn. Das heißt, es hat dann im Prinzip nur vorne zwei Fenster. Wie ist das nochmal aufgeteilt? Ich glaube, hier ist das Doppelbett, hier ist ein Einzelbett und hier ist ein Einzelbett. Ich meine, hier wäre ein Fenster irgendwie schön, weil man da auf den See gucken kann. Ich mach da mal ein Fenster hin. So. Das ist dann halt ein... Das ist der Dachboden. Ich will jetzt hier aber an die anderen Sachen ran. Da. Das wird auch aus Stein. Das ist hier auch hölzerner Dachboden. Aber man kann das Dach nicht von innen definieren. Das ist schon alles Bretter. So. Und so, ich denke mal, jetzt passt das alles. Dann hoffen wir mal, dass wir noch genügend Steine haben. Und ich guck mal, ob ich hier einen Weg machen kann. Das ist ja schnell gemacht. So. Wahrscheinlich nur bis da vorne, bis diese Abbausteine anfangen. Aber so ist gerade noch so in Ordnung. Das ist dann eine Gasse. Jo. Und hier machen wir auch einen Weg. So. Und den können wir vielleicht sogar bis hier vorne machen. So. Ja. Das gefällt mir. Und wenn hier mal die Felder weg sind und so, dann mache ich hier auch einen Weg hin. Das Gerümpel und so. Hier wächst ja nochmal Kohl. Und hier die rote Beete müssen auch geerntet werden. So, jetzt nehme ich mir mal Material. Und baue an dem Haus. Oh. Was habe ich denn zu viel einstecken? Tja. Lohnt es sich, so langsam zu gehen? Na, die Strecke ist ja nicht sehr weit. So. Schnarch langsam. Ah ja, ich habe wahrscheinlich ja noch Rundhölzer einstecken. Nun gut. Dann werden die Rundhölzer, die ich momentan jetzt habe, wahrscheinlich für das ganze Haus reichen. Es wird ja kein Holzhaus. So. Auf jeden Fall kriegt dieses Haus keinen Hintergarten. Ach, ich habe Bretter einstecken. Ja, wie kommt denn das, dass ich Bretter einstecken habe? Ist eigentlich egal. Ah, die waren wohl noch übrig vom Dingsbaum. Vom Ressourcenlagerbaum. So. Hier gleich noch die Rundhölzer hin. Okay. Da haben wir sie schon verbaut. Hier noch eins. Ah. Jetzt fehlt tatsächlich noch ein Rundholz. Na gut, dann hole ich mal Rundhölzer und Steine. Wird schon wieder Abend.
Ja gut. Ich habe hier auch viel gebaut. Dann brauche ich natürlich wieder Lampen. Ein Rundholz. So, nee, das war jetzt keine gute Aktion. Ich hole mir das hier aus dem Lager. Dann kann ich auch gleich das eine Eisen reinlegen. So. Ich hoffe, das reicht dann, das eine Rundholz. So, das sind ja nicht viel Steine. Hier hinten kann man nicht so optimal durchgehen, aber man kommt noch vorbei. Das geht noch. So, kloppen wir die gleich mal hier rein. Ich finde das irgendwie reizvoll, das Dorf immer wieder ein bisschen umzubauen. Und ich bin auch schon gespannt, was dann am Schluss dabei rauskommt. Denn ich habe zwar natürlich ungefähre Vorstellungen, was ich machen will, aber wie es dann am Schluss tatsächlich aussieht, also das war ja hier auch mit diesem Ressourcenlager, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also ich hatte mir vorgestellt, dass dieser Innenbereich breiter ist und dass das da komplett reinpasst. Und darum musste ich jetzt halt hier doch umdisponieren. Und so wird mir das bestimmt noch öfter gehen. Scheint zu reichen. Also gut, jetzt fehlt hier noch einer, aber jetzt ist auch der Eisenhammer kaputt. Oh, ich kann hier durchgehen. Das ist cool. Auch wenn es schmal ist. Ein Eisenhammer und ein Stein und dann nehmen wir uns noch Bretter mit. So. Ich guck mal, ob da draußen noch Bretter liegen. Nee. Gut. Immer so viel Bretter, wie ich tragen kann. Ich meine, das ist schon genial, dass man hier so viele Bretter tragen kann. Und wo ist denn der Eisenhammer? So. Und kommt trotzdem durch diesen schmalen Spalt hier durch. Ist natürlich total unrealistisch. Aber über... Ach, da oben brauche ich auch noch Steine. Stroh? Und hier? Tja, na gut, dann hole ich mir noch 4 Steine und hier das... Dann brauche ich auch noch ein Rundholz. Ja. Rundholz und 4 Steine. Auch noch ein Rundholz. Gut. Und da war auch noch was nicht fertig. Ja, Rundholz und Bretter. Und da? Stöcke? Da ist wohl was schiefgelaufen. Ja, also noch einige Rundhölzer. Mal Fackel anmachen. Einige Rundhölzer, einige Bretter und einige Steine. So. Das sind mindestens 12. Nehmen wir mal 18 mit. Und... Rundholz. Es sind einige zusammengekommen, aber nicht so viele. Das dürfte reichen. Und Steine. Ich schätze mal mindestens 8.
Ich nehme mal 11 mit. Ja, das geht alles noch. So, da ist schon fertig. Gut. Hänge ich jetzt hier fest? So. Gut. Wunderbar. Wir machen Fortschritte. Ah, fertig ist das Haus. Super. Jetzt gucken wir mal, wie viel Vorgarten da überhaupt noch hinpasst. Nicht viel. Also da kann man höchstens eine Bank hinstellen und eine Lampe. Vielleicht eine Bank auf die eine Seite und hier vielleicht noch so ein Waschdings. Aber ein Zaun würde hier gar keinen Sinn machen, sonst kommt man hier kaum noch durch. Aber optisch ist es ja hier schon wie gezäunt. Und hier, da könnte man vielleicht so ein kleines Mini-Ding machen, um so ein Privatgefühl zu geben. Also hier ist nicht viel mit Vorgarten bei dem Haus. Aber ich denke mal, man braucht auch nicht unbedingt Vorgärten. Und wenn ich dies hier nach vorne setze, das wird hier dann aber noch einen größeren Vorgarten haben, weil die Straße ja so auseinander geht. Das, ja. Gut, jetzt gucken wir mal, wer hier wohnt. Ich glaube, das ist unsere neueste. Nidomira. Aber die lasse ich nicht in dieses Große einziehen, sondern jemand Altgedientes. Und am besten jemand Altgedientes, wo die Frau nicht so tolle Fähigkeiten hat, damit ich auf die 4 Jahre verzichten kann. Am besten wäre eine, die jetzt schon ein Baby hat. Weil man braucht ja mehr Platz, wenn man Kinder hat. Gucken wir mal. Und das wird dann später auch nochmal mit Kalksteinen verarztet. Management. Wen könnten wir denn da haben? Ich guck einfach mal bei den Müttern. Radegunde habe ich eigentlich ganz gerne zum Arbeiten, weil die ganz gut in Landwirtschaft ist. Ludwika, oh, ist eine gute Jägerin. Ist natürlich fies. Die Guten, die kriegen kein großes Haus. Jadwiga ist noch eine viel bessere Jägerin. Und Spinjeva. Spinjeva ist in nichts so richtig gut. Wo wohnt denn die jetzt? In einem einfachen kleinen Haus. Dann lasse ich vielleicht mal Spinjeva, ein Bratomir, ein Batilda in das neue Haus ziehen, das ich gerade gebaut habe. So. Hier, einfaches Haus. Genau, bist du sicher, dass die Familie in ein neues Haus übersiedeln möchtest? Ja, möchte ich. Super. Und jetzt haben wir eins der kleinen Häuser frei. Gucken wir mal, das ist dieses da hinten. Da könnte man sich jetzt kurz überlegen, will ich das Haus da lassen? Ich könnte ja auch zum Beispiel dieses Haus auch abreißen. Und dann könnte ich das Lagerhaus, das hier hinkommt, mehr dorthin setzen. Und dann bräuchte man halt einen anderen Platz für das nächste Haus. Oh, hier ist ja alles vollgerümpelt irgendwie. Ja. Ich denke mal, das macht Sinn, weil dieses Haus ist so ein bisschen irgendwie so ab vom Schuss.
ohne einen Individualbereich zu haben, sondern so in die Ecke gestellt ein bisschen. Dann ist aber die Frage, wo mache ich neue Häuser hin? Hier passt nichts, das kann man auch mal freilassen. Ich meine, vielleicht könnte man hier noch Häuser hinsetzen. Hier sind zwar überall diese Steindinger, aber das wird schwierig. Aber hier zum Beispiel, da könnte man Tierzüchter wohnen lassen. Ja, und die müsste man auch mal wegmachen können. Weil ich meine, das ist gut, wenn man die hat, aber die stören an so vielen Stellen. Na, ich denke mal, wir haben schon noch genug Platz für neue Häuser. Hier war, glaube ich, auch das Problem. Zu viele Steine. Wir sind einfach steinreich. Aber vielleicht kann man beispielsweise irgendwo die Näherei versetzen. Und da ein Haus hinmachen. Wird vielleicht auch nicht gehen, weil hier schon wieder Steine sind. Nun ja. Das machen wir alles nach und nach. Ah, und hier ist die neue Querstraße. Ja. Okay. Vielleicht setze ich jetzt hier nochmal eine neue Lampe hin, damit es da nicht so dunkel ist. Also, holen wir mal die Lampenzutaten. Ich nehme mal für zwei Lampen das Material mit. So. Sechs Steine. Und zwei Stöcke. So. Okay. Na, eigentlich bräuchten wir hier auch noch ein Licht. Das würde ich dann nicht hier machen, weil da wird dann der Durchgang so verschmälert, sondern vor dem Fenster ist er. Ah nee, dieses Haus will ich ja umsetzen. Darum mache ich hier jetzt erstmal nichts hin. Aber vor dieses Haus kommt was. Und zwar auf der Seite, dass da nicht die Tür sich drin festhängt. So. So, jetzt ist es doch schon wohnlicher. Ein bisschen. Stecke ich mal den Hammer ein. Guck mal, ob die schon eingezogen sind. Ja, sehr gut. Samt Baby. Ach, das hat sie ja noch im Arm. Ja, klar. Hier sollte man auch noch eine Lampe hinmachen. Unbedingt. Das mache ich gerade noch. Und demnächst mache ich dann auch mal wieder Laternen. Aber ich denke mal, da warte ich ab, bis das hier so ein bisschen abgerundet ist. Das Umbauen. Weil die sind ja doch teuer. So. So, und noch zwei Stöcke. Dann habe ich genug für zwei Laternen, falls mir noch eine einfällt. Nur hier ist ein bisschen eng. Eben ging es doch noch. Oh, hier liegen auch noch Stöcke. 67 Stöcke.
So. So. Ja, hier könnte man dann auch nochmal einen Zugangsweg machen. Aber hier ist natürlich wieder Steine im Weg. Da müsste man den irgendwie schräg machen. Aber hier ist ja schon sowas fast wie Weg. Also braucht man da auch nichts machen. Jo. Das ist schon eine Veränderung des Hauses. Dann wird irgendwann hier in auch das Haus nach vorne gesetzt werden wollen. Sonst ist es so versetzt. Und das hier reiße ich ja ab. Vielleicht kann man dann hier, also dieses abreißen und dieses abreißen und kann dann zwei von den größeren Häusern hinsetzen. Und zur Not muss man eben diesen Baum da fällen. Das ist in Ordnung, finde ich. Ja, den könnte man opfern. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz okay wird. Ja. Dann würde ich sagen... Ah ja, und da will ich ja auch alles ändern. Okay, ich sehe schon, bis die nächsten Leute einziehen können, werde ich hier noch ein bisschen Häuser hin und her bauen. Aber wir haben ja ziemlich viel Material. Das können wir dann auch mal verbrauchen. Wobei die Steinproduktion ist jetzt ein bisschen dürftig. Bei dem, was ich hier raushaue. Ich guck noch mal, ob ich noch jemand zum Steinklopper machen kann. Znamir wäre der Fischer, der wäre ein guter Steinklopper. Ja, und einen Fischer brauche ich eigentlich nicht. Dann stecke ich den in einen der Grabungsschuppen. Und dann soll der Steine machen. Und irgendwann muss ich die Fischerhütte mal reparieren. So. Tja. So. Auch beschädigt. Okay, dann sollte ich morgen früh erstmal reparieren. Oh, und da? Was machst denn du da oben? Wie bist denn du da hingeraten? Man weiß nicht mal, wer es ist. Naja, vielleicht kommt er wieder runter. Auf jeden Fall habe ich noch viel zu tun. Und ich bin sehr gespannt, wie das Haus, wie das Dorf mal wird, wenn ich hier durch bin, sozusagen. Wahrscheinlich fallen mir dann wieder neue Sachen ein. Aber dieses Eck hier gefällt mir jetzt schon viel besser. Das kann ein schnuckliger Platz werden. Eventuell werde ich sogar den Feuerplatz dann noch so ein klein bisschen verschieben. Nach links. Dass man hier breiter durchkommt. Und der Feuerplatz dann praktisch vor dem Ressourcenhaus ist. Muss ich mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.